Yo Boys, willkommen zurück auf cityhoon.com, dem Vanilla-Anarchie-Server. Und ich habe für die heutige Folge mal was ganz Besonderes rausgesucht an Content, den wir uns nebenbei pressen. Wieder von der MediaCCC.de, von der 36C3, die Wikipacker-WG, gefragt, gejagt, junge Hackerinnen Edition. Soweit ich da reingepiekt habe, ich habe davon noch nie gehört, es ist so eine Art Quizshow. Das Ganze dauert 1 Stunde und 48 Minuten. Und ja, ich habe mir das rausgesucht, da, naja, bei einer Quizshow muss man, ist mehr so Belustigung, weniger actual Content. Vielleicht lernt man was dabei, weiß ich jetzt nicht, ich habe sowas noch nie gesehen. Aber da wir jetzt hier so aktiv in-game sind und irgendwelche Maschinen bauen und hast du nicht gesehen, und da ich jetzt get rich fast geworden bin durch Lide und hier wilde Sachen passieren, hätte ich gern lieber leichteren Content, bei dem man einfacher aufpassen kann und vor allem langen Content. Link zu dem Video ist natürlich wie immer in der Beschreibung, genauso wie die IP-Adresse von diesem Server hier, den ihr gratis in der Java Edition in der neuesten Version erreichen könnt und hier machen könnt, was ihr wollt. Genau, und dasselbe machen wir hier auch und wir werden jetzt hier weitermachen und den ganzen Spawn in die Luft jagen. Genau. Und die Highways ein bisschen dekorieren mit, naja, mit Steinen, weg mit den ganzen Bäumen und dem ganzen Oberflächendirt. Deswegen bauen wir hier diese Duping Machines. Also, schaut doch mal vorbei auf dem Server und schaut doch mal vorbei bei dem Link in der Beschreibung. Dann würde ich sagen, let's go und wir starten das Video und bauen ein paar Duping Machines. Lol, mein Sound hat sich einfach verstellt. Und herzlich willkommen zur JunghackerInnen Edition des Quiz-Formats Gefragt, Gejagt. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ich bin NWNG oder Niklas und ich finde das grandios, dass es heute stattfinden kann. Und ich wollte ganz am Anfang mal kurz erzählen, was mir besonders wichtig ist. Und zwar, ich habe mir das einfallen lassen, das war meine Idee. Ich hätte das aber niemals umsetzen können ohne diese ganzen Menschen, die hier an der Seite und überall verteilt sind. Zum Beispiel der mit dem Zopf, er hat einen großen Teil der Software geschrieben, einen ganz, ganz großen Teil der Software hat Noemis geschrieben. Deswegen bitte einmal einen Applaus für die, ohne die wäre es überhaupt nicht möglich. Und eine weitere Person, ohne die das Ganze hier nicht möglich gewesen ist, ist unsere Moderation. Viele von euch kennen sie schon. Es ist Julia und sie wird heute den Rest moderieren. Und ich würde sagen, nach sehr viel technischer Bastelei sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir anfangen können und wir legen los. Ja, herzlich willkommen auch von mir zu dieser JunghackerInnen-Edition von Gefragt, Gejagt. Und ich würde Hacker. sagen, wir reden gar nicht so lange rum, Das sondern ist fangen viel zu direkt an geil, dass mit sie das unserem Hacker ersten nennen. Team. Geplant sind zwei Teams, wir haben 2 Stunden Zeit, das heißt, wir haben insgesamt 8 SpielerInnen, die hier auf der Bühne ihr Wissen zeigen können und vor allem gewinnen wollen gegen den Jäger. Ich Okay. würde sagen, Ich bin wir gespannt. legen ganz kurz los mit ein bisschen Regeln, weil so ein Spiel könnte nicht funktionieren ohne Regeln. Deshalb ganz kurz, wie funktioniert das Ganze? Wir haben jede einzelne Stunde, funktioniert so, dass wir zuerst eine Schnellraterunde machen, dann haben wir eine Jagdrunde und dann haben wir eine Finalrunde. Und in allen 3 Runden müssen sich unsere Teilnehmenden durchsetzen gegen den Jäger. Dabei würde ich sagen, fangen wir direkt an mit unserem Spieler Nummer 1 aus Team 1. Ich bitte ihn oder sie auf die Bühne. Einen großen Applaus bitte für unsere erste Spielerin. ja. Einfach reinsprechen. Du traust dich also gegen den Jäger anzutreten. Wer bist du denn? Ich bin die Rakete, ich bin aktiv im Versteberhof in Fürstenberg. Und wie Wir bitte? warten noch. Ja, jetzt ist das Mikro da, bitte nochmal. Wer bist du? Ich bin die Rakete und ich bin aktiv im Versteberhof in Fürstenberg. Und ich bin 14 Jahre alt. Das ist mein 15. Kongress. Lol. Nicht schlecht. Dann wollen wir doch mal Ich bin sehen, wie 14 viel Jahre Wissen alt und du das ist in mein dieser 15. ganzen Kongress. Zeit
dir angeeignet hast. Und wir starten am besten direkt mit der ersten Schnellraterunde. Das wird so ablaufen, dass ich einfach die Fragen vorlese. Und dann kannst du die Antwort sagen, egal ob es richtig war oder ob es falsch war. Ich mache einfach weiter mit der nächsten Frage und du versuchst einfach so viele Fragen wie möglich in der Zeit zu beantworten. Unzulässig sind einerseits Korrekturen oder natürlich auch alles, was nach den 60 Sekunden, die dir zur Verfügung stehen, noch gesagt wird. Es ist auch theoretisch eine Antwort möglich, bevor ich die Frage vollständig beendet habe, wenn du sie denn schon vorher weißt. Dann hätte ich noch eine ganz kurze Frage. Technik, ist es relevant, dass ich diesen Bildschirm ein bisschen zur Seite drehe oder ist das egal? Ja, das ist relevant. Das heißt, ich drehe das mal ganz kurz ein bisschen. So. Dann können wir anfangen mit der ersten Schnellraterunde. Habe ich das richtig? Ja. Ja. Sehr gut. Ich bin fertig. Bist du auch fertig? Ja. Sehr gut. Wir starten mit Rakete in die erste Schnellraterunde. 60 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Wie heißt das Quizformat, das wir gerade spielen? Gefragt, gejagt. Voll gut. Welchem Land gehört die oft von TV-Sendern genutzte Top-Level-Domain .tv? Keine Ahnung. Weiter? Ja. Weiter bitte. Wie heißt die Rakete des CCC? Fairy Dust. Wie heißt die Ehefrau von Max Mustermann? Weiter. Wie nannte sich der Gewinner des Hacker Jeopardy auf dem 32C3? Weiter. Welche Linux-Distribution heißt übersetzt Menschlichkeit? Humanity? I don't know. Wie heißt der Datensammelapparat von Mark Zuckerberg? Facebook. Die ehemalige Abgeordnete im Europaparlament Julia Reda war Mitglied welcher Partei? Piraten. Wie heißt George Orwells bekanntester Roman, der in einer Überwachungsgesellschaft spielt? Weiter. Time out. Das war die Zeit. Die Zeit ist rum. Damit haben wir... Wie viele richtige Antworten? Sehe ich das irgendwo? 5 richtige Antworten. Damit startet Rakete mit 5 richtigen Antworten in der ersten Runde. Und nun ist natürlich Rakete nicht alleine auf der Bühne. Du darfst gerne hier bleiben, setz dich einfach mal hin. Sondern jetzt kommt der Mann, der Rakete das Leben schwer machen wird, und zwar unser Jäger. Wir haben hier eine kurze Vorstellung. Ach du meine Güte. Die Antwort auf diese Frage könnte die Bevölkerung verunsichern. Was ist die Cyberwehr? Was ist eine Certificate Revocation List? Mein Zeitgefühl ist komplett aus dem Tritt geraten, seit das Bizarrometer explodiert ist in meiner Küche. Was ist Klingonisch? Was ist die Public Key Infrastructure? Oh, really? Ja, komm. Alles rein. Alles. Was ist das Neuland? What is Confetti? Ich hasse mein Leben. Ich kann keine Gewehr von meinem Gedächtnis übernehmen. Wie beende ich meinen Editor? Ich kann so im Kopf Zahlen zusammenfügen. Oh. Ja, es steht doch alles da! Wie sieht doch mal vor für unser Publikum? Ja, das ist ein Integral von 0 bis Pi halbe von Cosinus x. Die Basisfunktion von Cosinus x ist Sinus x. Und Sinus von Pi halbe hatten wir eben schon. Das ist 1 minus Sinus von 0 ist 0, also 1. Also alternativ auf diese Fläche unter dem 1/4 einer Welle. Ich finde das übrigens sehr optimistisch, dass ihr der Kanzlerin der letzten Regierung geschrieben habt. Ich meine, irgendwie ist das paradox, dass ich mit diesem Wissen hier Geschenke gewinnen kann. Irgendwie, dass es halt doch für einen Schreiner fragst, wo dann solche Sachen rauskommen, wie was ist das stumpfe Ende vom Hammer oder so, ne? Der Schummel, der kann schneller lesen. Darf ich einen Turing-Test einfordern? Ja, ich weiß schon, bei 500 muss ich garantiert P gleich NP beweisen oder sowas. Das also ist er, unser Jäger, und ich darf ihn auf die Bühne bitten. Einen großen Applaus. Guten Abend. Ich habe gehört, auch in diesem Jahr konntest du dein Wissen schon erfolgreich unter Beweis stellen. Wie sah es gestern Abend aus? Ja, so sehr gut. Ich kann beim nächsten Mal definitiv wieder 2 Runden spielen. Definitiv wieder 2 Runden spielen. Vielleicht noch ganz kurz, worum es geht. Was hast du gestern Abend für einen Platz gemacht beim Hacker-Jobby? Zweiter Platz beim Hacker-Jobby. Mal schauen. Es gibt auch noch andere Leute hier, die Nerds sind, aber...
Okay. Das also ist Cyril, unser Jäger. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, wie es aussieht in der Jagdrunde. Kann Rakete ihre Stellung behaupten, hier auf diesem Stuhl? Genau. Wir schauen einfach nach in der Jagdrunde. Ab jetzt werde ich jeweils eine Frage vorlesen. Gott, bin ich erschrocken. Angebote. Erst die Angebote. Ja. Hast du Angebote zu machen? Ja, wir haben ja 5 jetzt gehabt. Also würde ich mal sagen, nach unten machen wir 1. Okay. Und nach oben 15. Okay. Was möchten wir nehmen? Ist gesetzt. Also, das niedrigste Angebot. Genau. Für was entscheidest du dich? Für 15. Rakete entscheidet sich für 15. Mutig, mutig. Wie bitte? Das heißt, dann kann ich jetzt anfangen, die Fragen vorzulesen. Eine Sekunde. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie... Haben zum einen der Jäger, zum anderen die erste Spielerin jeweils ein Gerät vor sich mit ABCD und gleich liest Julia die Frage und die 4 Antwortmöglichkeiten vor und dann müsst ihr natürlich erst den Knopf drücken mit dem, was ihr denkt, was richtig sei. Das ist jetzt das Vorgehen und mal hoffen, vielleicht funktioniert alles. Und die Frage ist, wer hat es am Ende richtig und ist vielleicht damit ein bisschen schneller als der andere? Okay. Das heißt, ich bekomme die Frage hier nicht angezeigt. Ich nehme die. Ich lese die Frage quasi. Okay, so, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu wild mit dem Hintergrundgeräusch. Oh Gott, ich bin echt aufgeregt. Oh, okay, gut. Das also, kann ja nur schief gehen, oder? Die Jagdrunde startet mit Frage Nummer 1. Welchen dieser Dienste gibt es nicht in einer Version, die man auf einem eigenen Server selbst hosten kann? GitLab, Zulip, Discord oder GitHub? Was davon ist jetzt A, B, C oder D? Das ist eine gute Frage. Wir machen das einfach so. A ist GitLab, B ist Zulip. C ist Discord und D ist GitHub. Macht nichts, wenn ich hier drücke. Was war die Frage? Welchen dieser Dienste gibt es nicht? Einer Reihe und einer Reihe A, C
die man nicht auf einem Server selber hosten kann. Was ist da? GitLab, Zulip, GitHub, Discord. Hä? Die man... Das ist nicht in einer Version. Ja, Discord kannst du nicht selber hosten und GitHub kannst du nicht selber hosten. Und Zulip kenne ich nicht. Also keine Ahnung. Selbstgeschriebene Software for the win. Okay, das heißt, wie verfahren wir jetzt weiter? Wir machen das jetzt einfach. Haben wir technische Möglichkeiten? Nein, haben wir nicht. Ich habe das auf Papier. Okay, cool. So, das heißt, ihr müsstet jetzt die richtige Antwort eingeben. Ich habe das schon vor einiger Zeit gemacht. Es ist angekommen. Die Technik weiß die richtigen Antworten. So, das heißt, jetzt wäre die Frage, für was die Spielerin sich entschieden hat. Rakete, was ist deine Antwort? Ich war mir nicht sicher zwischen Discord und GitHub, aber da... Hey, GitHub kann man doch nicht selber hosten. Ich weiß, dass Discord nicht serverbasiert ist, habe ich das genommen. Also nicht Privatserver. Also du hast dich für Discord entschieden. Ja. Alles klar. Was sagt unser Jäger Cyril? Nee, erst die richtige Antwort. Also die richtige. Ja, aber Discord kann man doch nicht selber hosten, oder? Die Serverseite, okay. Oder was? Also Rakete war richtig mit Discord, es wird hier nur technisch falsch angezeigt. Alles klar. Live-Patching. Der Jäger Cyril. Der hat es natürlich verpeilt und hat GitHub gewählt. Aha. Das war ein Lapsus. Ich will natürlich hier ein... die Technik testen. Die Technik testen, ich mein, okay. Am Ende gehen wir hier raus und haben nie gesehen, dass ich eine falsche Antwort eingegeben habe. Das können wir nicht verantworten. Okay, der Jäger gibt sich bescheiden und gleichzeitig siegesicher. Wir schauen. Und würde sagen, wir machen mit der nächsten Frage weiter, die da wäre. Welche dieser Universitäten war Ende 2019 Schauplatz umfangreicher Straßenschlachten zwischen Polizei und Studierenden? Eins oder A, Massachusetts Institute of Technology, B, Eberhard Karls Universität Tübingen, C. Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg oder D. Hongkong Polytechnic University. Gibt's diese Uni überhaupt? Was ist denn das für ein geiler Name? Bitte jetzt die richtige Antwort eingeben. Sie sollte angekommen sein. Warum ist eigentlich die Spielerin immer noch auf derselben Position wie bei der letzten Frage? Ah, okay. Ja? Ist doch alles rigged hier. So, die Spielerin. Für was hast du dich entschieden? Ich habe mich für die Uni in Hongkong entschieden. Nicht, weil ich irgendeine Ahnung von der Frage hatte, sondern einfach, weil ich weiß, dass in Hongkong gerade ein politischer Konflikt herrscht. Der Wissensflex. Und ich dachte, damit liege ich so statistisch im Vorteil. Dann schauen wir, ob die Statistik hier weitergeholfen hat. Und die richtige Antwort ist die Hongkong Polytechnic University. Schauen wir, ob der Jäger das auch so eingegeben hat. Naja, also ich weiß jetzt nicht, was in Cottbus passiert. Durch Brandenburg fahre ich immer nur so durch, aber ich habe mich auch für Hongkong entschieden, ja. Das heißt, wir haben hier für beide einen Punkt. Hier ist der Stand, da oben können wir kurz schauen. Die Spielerin Rakete ist gut dabei. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Welches dieser Protokolle basiert auf TCP? A, DNS, B, nee, das ist UDP. ICMP. HTTP, C, ja, HTTP 1.1 ja. Oder ja. D, HTTP 1.1. HTTP 1.1. Die Antworten eingeben. Wunderbar, vielen Dank. Dann schauen wir uns an, für was sich Rakete entschieden hat. Für DHCP. Was? Wieso nicht also HTTP? A endet beides auf CP. Oh mein Gott. Und B, glaube ich, dass es richtig ist. Einfach nur so aus dem Hören. Dann schauen wir doch mal nach, okay, und die richtige Antwort dagegen. Ist HTTP 1.1. Hätte das der Jäger gewusst?
glaube schon. Ja, DHCP kann man schwer auf TCP aufsetzen, weil dafür braucht man eine IP-Adresse und die hat man bei DHCP noch nicht. Na klar, natürlich. Also, damit gibt es einen Punkt mehr für den Jäger und er rückt näher an unsere Spielerin Rakete ran. Es geht weiter mit der nächsten Frage. Wie groß ist ein Gigabyte? A. 1024 Megabyte. B. 128 Megabyte. C. 1000 Megabyte. Oder D. 100 Megabyte. Wie groß ist ein Gigabyte? Ist die Frage. Sehr gut, die Antworten sind da. Dann schauen wir uns nochmal an. Rakete hat geantwortet. 1000 Megabyte. Ich war mir sehr unsicher, da ich dachte, dass 1024 Megabyte Gigabyte genannt werden. Okay, da geht es schon in die Feinheiten und in die Details. Da schauen wir uns an. Die Lösung sind 1000 Megabyte. Der Jäger? Das ist natürlich absolut richtig, denn 1024 ist ja das, was die Informatiker immer verwenden als Multiplikation wegen der Zweierpotenz. Aber mein Herz ist ja auch ein Physiker, in meiner Brust ein Physikerherz neben dem Informatikerherz. Und da kann ich es natürlich nicht sehen, dass man Mega und Giga mit 1024er Potenzen gleichsetzt. Das ist natürlich, wie sie richtig sagte, Maybe und Gigabyte. Also das Physikerherz hat da geholfen. Und damit sind beide einen Schritt weiter. Aber das Rennen geht weiter. Nächste Frage. In welcher dieser Sprachen gibt es das Keyword let? A. JavaScript. B. Python. C. JavaScript. Oder D. Kotlin. Einmal bitte die Antworten eingeben. Nicht alles im Detail erklären, wir müssen weitermachen. Okay, alles klar. Dann schauen wir einfach nach. Rakete hat eingegeben JavaScript und das ist... Richtig. Richtig. Der Jäger sieht das genauso. Was? Der Jäger sieht das genauso. Sagt. Ach so. Also, du musst 5 Sekunden eingeben, nachdem du eingeloggt hast und umgekehrt. Ich habe aber kein Feedback darüber. Wie soll ich das wissen, wann sie drückt? Muss ich da jetzt noch auf ihren Finger gucken oder was? Dann sehe ich auch, was sie eingibt. Okay. Ich stimme dem zu, das hier ist kein Ponyhof und damit machen wir weiter mit der nächsten Frage, denn die Spielerin ist erfolgreich als weitergekommen. Aus wie vielen Zeilen Code besteht der Linux-Kernel? 2 Millionen. A, circa 30.000. B, circa 3 Millionen. Circa 3 Millionen. Circa 3 Millionen. C, stopp. C, circa 3 Millionen. Mit Zahlen bin ich nicht so schnell. Beide haben schon. Achso, okay. Du hast noch nicht gedrückt. Das steht nur die Symmetrie hinterher. Das sind wahrscheinlich die 5 Sekunden, ja. Wie lösen wir denn dieses 5-Sekunden-Problem, wenn jemand schon drückt, während ich spreche? Ist das okay? Ich würde sagen, wir einigen uns darauf, dass wir einfach nicht drücken, bis du fertig bist mit Sprechen. Das wäre vielleicht eine gute Sache, okay. Und jetzt haben wir die gleiche Position wie hergestellt. Also läuft das hier. Na gut, also die richtige Antwort auf diese Frage wäre ca. 30 Millionen Zeilen. Code gewesen. Damit ist aber die Spielerin immer noch vor dem Jäger und wir können weitermachen mit der nächsten Frage, die ich vollständig vorlese. Zuerst. Welches dieser Pakete ist bei Ubuntu 19.10 Desktop Version nicht vorinstalliert? A. OpenSSH Client, B. Inkscape, C. Python 3 oder D. Xserver Xorg Video FBDev? Bitte einloggen. Oder Open Client? Nee, und doch. Und unsere Spielerin Rakete hat geantwortet, oder? Mit Inkscape. Ja, schon. Die richtige Antwort ist Inkscape. Damit ein großer Applaus bitte für Rakete. Und der Jäger hat ebenso Inkscape getippt. Ist zwar unverzichtbar, aber nicht für jeden. Da stimme ich dir vollständig zu. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Welches dieser Verschlüsselungssysteme ist bei korrekter Anwendung mathematisch nachweisbar zu 100% sicher? A. RSA, B. AES, C. One-Time-Pad oder D. DES? Ich würde sagen RSA, keine Ahnung, aber nur geraten.
das ist passiert, dann können wir uns anschauen, was Rakete geantwortet hat. One-Time-Pad. Was ist die richtige Antwort? Ich habe vom One-Time-Pad noch nie gehört. One-Time-Pad. Und damit ein Punkt kurz vor der Zielgeraden sozusagen. Gucken wir mal, was der Jäger geantwortet hat. Was? Ja, Timeout. Also wenn ich fertig bin mit der Frage, dann darfst du auch einsammeln. Ich hab auch. Hast du? Okay. Ich will dafür ein bisschen mehr Feedback. Das sieht natürlich dann gut aus für Rakete, denn Rakete hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Für diese Runde. Und wir machen weiter. Du setzt dich am besten wieder zurück. Dann haben wir hier nämlich genug Platz für unseren zweiten Spieler des ersten Teams oder der zweiten Spielerin des ersten Teams, die ich jetzt auf die Bühne bitten möchte. Hat jemand Bu geschrieben? Geil. Herzlich willkommen. Ja, da bleib doch kurz stehen und stell dich kurz vor, wenn das geht. Wer bist du? Ich bin Marvin. Ich bin sehr aktiv im Jugendhack Lab in Ulm. Ich heiße und Marvin. Bin 17 Jahre alt. Das ist also Marvin. Du machst das schon eine Weile auf Jugendhack. Ich bin eine Biene. Wie lange bist du denn da schon dabei? Ich war jetzt 5-mal bei Jugendhack und also andere Leute waren schon öfter, aber und eben jetzt auch sehr aktiv im Lab. Also schon aktiv. Da könnte also auch richtig viel Wissen da sein. Wie viel, das schauen wir jetzt in der Schnellraterunde uns an. Willst du lieber stehen oder lieber sitzen? Dann bleibst du stehen. Also, wir haben wieder 60 Sekunden. Ich lese die Fragen vor. Und dann mache ich einfach weiter, egal ob es richtig war oder falsch. Und die richtigen Antworten werden dann in der Technik hinten dran gezählt. Wenn du nicht weiter ich weißt, dann sagst du einfach, TNT hinsetzen oder weiter sollen. Und dann geht's. Ich hätte noch ein TNT mit so einem langsamen Repeat hinsetzen sollen, dass die ganze Startstation in die Luft fliegt, weil die ist ja später nur im Weg. Aber Mai, wenn ich schlau und cool gewesen wäre, hätte ich das gemacht. Aber wie ihr vielleicht mittlerweile gemerkt habt, schlau und cool ist nicht ganz mein Style. Alpha, ja. Fertig? Sehr gut. Also dann. Aber witzige Show, ne? Ich kann man nichts sagen. Frage. In welcher Quizshow tauchte der Supercomputer Watson im Februar 2011 auf? Weiter. Nenne den Namen einer Person, die die Lightning Talks auf dem Congress organisiert. Ich habe nie von Lightning Talks gehört. Wie oft fand der C3 bisher in Leipzig statt? Dreimal. Wie wird ein Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart auch genannt? Also ein Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers. Weiter. In welchem Jahr endet der Support für Windows 7? Dieses Jahr. Welche Druckertechnologie verwendet Toner? Weiter. Das sind aber echt schwere Fragen. Wer gilt jetzt als Erfinder der Turing-Maschine? Dieser Turing-Dude, aber wie hieß der ganz? Die Teilnehmerzahl des Kongresses in 2018 war? Keine Ahnung, 200. Circa 12.000. Und ich würde noch eine. Geht das noch? Die Zeit ist abgelaufen. Die Zeit ist leider abgelaufen. Alter, wie viele richtige Antworten 200. Waren das? Drei richtige Antworten. Das ist schon das gar nicht so schlecht. Fragen. Vor allen Dingen die Fragen gemein. Waren ja echt happig. Schauen wir mal. Was der Jäger so bringt. Also nicht nur, weil ich die nicht einmal wusste. Einmal der Jäger bitte auf die Bühne. Die waren echt schwer. Cyril. Die waren schwerer als bei ihr. Seine Angebote. Obwohl ich mich an da keine Frage mehr erinnern kann. Also, aber lass mal das niedrige Angebot bei 1, weil ich bin nicht so ein Mensch, der hier 0 anbietet oder minus 1 oder sowas. Das hohe Angebot, machen wir mal 10. 10. Hohes Angebot, 10. Das sind das hohe Angebot 10 und das niedrige 1. Dann nehme ich das hohe. Dann nimmst du das hohe. Sehr risikofreudig hier. Dann würde ich sagen, Jagdrunde sollte soweit klar sein. Bitte nicht erst ausreden lassen und dann könnt ihr einloggen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der allerersten Frage. Wie heißt die Wissenschaft der Steuerung und Regelung von Maschinen und deren Analogie zur Handlungsweise von lebenden Organismen? A. Kognitionswissenschaft. B. Kybernetik. C. Biologie oder D. Bioinformatik. Ihr habt beide eingeloggt, dann schauen wir uns nochmal das Ergebnis an. Der Spieler
hat eingeloggt Kybernetik. Warum? Wie kommst du da drauf? Das hat sich jetzt passend angehört. Bioinformatik war auch, klang auch plausibel, denke ich, aber ja, Kybernetik hört sich nochmal ein bisschen komplexer an. Der komplexe Klang von Kybernetik war damit richtig. Ein Applaus schon mal für die erste richtige Antwort. Was hat der Jäger denn gesagt? Ja, genau dasselbe. Aber... Nein. Ah, ey, Leute, seht ihr das? Da ist dieses, wollte ich da eine Falle bauen oder habe ich da eine Falle gebaut? Ich wollte in diesem Dorf mal eine TNT-Falle bauen, ich weiß aber nicht, ob ich es gemacht habe. Ich glaube, ich habe es nicht gemacht. Okay, schade, weil dann hätte ich jetzt so tun können, als wäre sie erfolgreich in die Luft gegangen, aber das war wohl was anderes. Oh, und der Berg war ganz schön hoch da, aber das hat gut geklappt, so wie es aussieht. Weiter geht's. War kurz AFK, falls jemand gemerkt hat. Ich hab auch gesehen, dass der Knopf sich verfärbt hat. Ich protestiere. Please fix. Ich kann's beweisen, ich hab's gesehen. Ich gehe so lange im Wartetraining, bis ihr das gefixt habt. Also, es gibt einen Punkt für den Jäger. Oh, was haben wir denn da? Oh mein Gott. Das ist ja ein richtiges Haus. Der Steuermann. Okay. Das ist ein gutes. Als die Klugscheiße aus dem Publikum noch dahin läuft, das war gestern doch mein Doppelti. Okay, dann können wir ja weitermachen mit der zweiten Frage. Wer baut denn so nah so was Fettes? Wie viele Sitzkals diese... Oh, ich sag 500, circa 500. Wie gibt es im X64 Linux-Standard derzeit? Antwort D. Locker 500. Oh, warte, Syscalls. Nee, also, nee, nicht so viele. A, circa 30, B, ich circa 300. 100, C, circa 300 oder D, circa 500. Ach, fuck, ich weiß es nicht. Bitte die Antworten jetzt eingeben. Ich hab gesehen, was ich gedrückt habe. Okay, ich weiß es nicht. Okay, ich lock 300 ein. 300, C, C. Was hast du eingegeben? Einmal Technik-Support fürs iPad. Ach, ihr nehmt hier Apple-Kram. Ach, deswegen funktioniert das alles wieder. Gross. Das war leider alles, was wir noch rumliegen hatten. Safari hat leider das Button-Klicken noch nicht implementiert. Das ist kein Safari, das ist Firefox. Ja, mit WebKit. Okay. Das lädt übrigens immer noch, so wie ich das hier sehe. Magst du trotzdem? Ja, das Ding ist halt immer noch da. Kurz sagen, für was du dich entschieden hast. Ich habe mich für 300 entschieden. Oh, da waren es meine. Meines Wissens sind es 317. 317 Discords in aktuellen Linux. Unter 315. X64 Standard. Okay. Und kennst du damit auch so richtig gut aus? Ja, ein bisschen. Das ist ja schon mal also hier ganz gut. Auch so ein Spinner, ich weiß nicht, was der sagt. Der klang echt zuversichtlich. Vielleicht bin ich doch richtig mit meinen 300. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Zeig mal Andy Feind an, auch wenn das natürlich falsch ist. Die richtige Antwort ist 300. I did it. Bei den Jugendhaktiven. Ich war mir erst so sicher mit 500. Ja, was hatte denn jetzt der Jäger? Der Jäger hatte offiziell Andy Feind, aber in seinem Kopf wusste er wahrscheinlich... Natürlich. Ja, das ist die richtige Antwort. Selbstverständlich. Was hattest du getippt? Ja, ich hab circa 100. Oh, Rippschaf. Circa 100? 300 hat mich jetzt auch erstaunt, dass es so viel ist. Ja, vor allen Dingen hier Profi 317 oder so. Das ist auch absolut ein Applaus wert. Mindestens. 100 Punkte für Ehrlichkeit. So. Wir kriegen jetzt Musik. Ja. Musik? Musik? Okay. Ah, wir kriegen... Was sagt der? Rivslozakroi. Okay, keine Ahnung, was das heißt. Was sagt der eigentlich zu meinen Russisch-Skills? 10 out of 10 oder... Boah, Jungs, ist die Musik laut. Wird sein Fehler jetzt auch eingetragen? Oh, immer dieses T davor. Jetzt sieht es aus, als würde ich kein Russisch sprechen. Einmal hatte ich ja die Kybernetik richtig und einmal hatte ich es falsch. Wie ist nix? Ein
Asap. Wunderbar, wundervoll, ehrlicher Jäger. Das heißt, wissen wir auch den aktuellen Spielstand? Der Jäger ist auf den Balken von oben, das heißt, da haben wir noch Luft für Christopher. Okay, so, wie kriegen wir das Teil jetzt kaputt? So. Nein, wir können gleich weitermachen. Das können wir weitermachen. Ich muss kurz mal hier dieses Teil in die Luft jagen. Babbidi-babbidi-bubbidi. Okay, und dann noch diese andere Station. Okay, noch mal ein bisschen Pause sehen. Sehr gut. Wo sind wir jetzt? Ja, ich glaube, es wird einfach gerade noch mal die genauen Spielstände korrigiert, aber das ist natürlich gleich noch fertig. Du hast schon gesagt, du warst fünfmal bei Jugendhack. Wo überall? Ich war in Ulm, Hamburg und Berlin. Ulm, Hamburg und Berlin. Ja, also zweimal in Ulm, zweimal in Berlin und einmal in Hamburg. Okay, also viel unterwegs. Das ist auch so die Erfahrung, die ich mit Jugendhack gemacht habe. Dann schauen wir uns jetzt mal die nächste Frage an. Welche dieser Personen hat auf Twitter die wenigsten Follower? Sind es A, Linus Neumann @Linuzifer, B, Greta Thunberg @Greta Thunberg, C, Dorothee Bär @Dorobär. Okay, ich kenne nur Greta und Axel Voss. Oder D, Axel Voss @AxelVossMDEP. Bitte aber jetzt die Antworten eingeben. Wer hat wohl die wenigsten Follower? Christopher, was würdest du sagen? Ich heiße Marvin. Ich heiße du, Marvin. Warum steht dann hier Christopher? Okay, Marvin, Entschuldigung, du heißt Christopher. Ich habe auf C, Dorothee Bär, getippt. Ich habe einfach mal geschätzt, muss ich sagen, aber klingt plausibel. Okay, die richtige Antwort wäre Axel Voss. Wäre meine zweite Wahl gewesen. Die zweite Wahl für die Follower, also die letzte Wahl. Axel Voss war auch meine zweite Wahl, aber die erste Wahl war Linus, weil ich so dachte, diese ganzen Politiker, die den folgen alle möglichen Leute, um sich dann darüber aufzuregen. Das kann natürlich sein. Dachte ich auch. Das weiß man nicht so genau. Gut, dann können wir weitermachen mit der nächsten Frage. Das Tastaturlayout der normalen deutschen Tastaturen heißt A, QWERTY, B, ASDFG, C, QWERTZ oder D, ASDFH. Bitte einmal eingeben. Was ist denn das für eine Trollfrage? Ich glaube, das sollte relativ schnell gehen. Tippen werden wahrscheinlich alle hier im Raum relativ viel. Marvin hat eingegeben QWERTZ und die richtige Antwort ist QWERTZ. Also ein Punkt. Wie sieht das beim Jäger? Cyril, war es schwer? Ich verwende zwar QWERTY, aber das ist halt natürlich das Deutsche. Dwarf, das Deutsche ist Dwarf, oder wie hieß es? Dwarf? Hier für beide eine Stufe weiter. Und können auch ganz elegant weitermachen mit der nächsten Frage. Was ist Magento? A. Die Farbe der Telekom. B. Eine Online-Shop-Software. C. Ein Comic-Superheld von Marvel. Oder D. Eine mexikanische Boyband. Bitte jetzt die richtige Antwort oder die Antwort, von der ihr glaubt, dass sie richtig ist, eingeben. Und damit kommen wir zum Ergebnis. Marvin? Meiner Meinung nach ein Marvel-Held. Ich kann auch falsch liegen. Schauen wir mal, was ist die richtige Antwort? Eine Online-Shop-Software. Wusste unser Jäger Cyril das? Ja, der Comic-Superheld ist Magneto. Der Comic-Superheld ist Magneto. Gibt das sehr viele. Da gibt es sehr viele, das ist wohl auch richtig. Habt ihr das richtig registriert? Mal gucken. Haben wir das richtig registriert für den Jäger? Eine Online-Shop-Software. Wunderbar. Damit rückt der Jäger schon näher an Marvin heran und wir machen weiter mit der nächsten Frage. Welche der folgenden Aussagen über Alpakas und Lamas ist falsch? A. Alpakas sind kleiner und leichter.
Die sind beide gut zum Dupen. LOL! Nee, warte, nur Lamas. Nee, keine von beiden. Oh mein Gott. Jetzt habe ich mich aber anders embarrassed. Erstmal Minecraft cringe und dann noch falsch. Meistens Acer. Okay. Er ist wieder da. B. Fell von Alpakas ist meistens gleichmäßiger und feiner strukturiert. C. Während die Ohren der Alpakas gerade nach oben stehen, haben die der Lamas eine leicht gebogene Form. Oder D. Alpakas haben weniger Höcker als Lamas. Welche Aussage ist falsch? Ihr lockt die Antwort ein und wir schauen uns einfach an. Ich brauche übrigens einen. Er meinte hier gerade zu mir, dass ich nur noch 5% Ladung habe, obwohl hier oben steht 92%. Ich meine, das ist auch ein Modaldialog gewesen, also bin ich froh, dass ich jetzt noch eine Antwort einloggen konnte. Sehr gut. Das heißt, wir können uns aber anschauen, wer hier welche Antwort eingeloggt hat und schauen uns an, was Marvin eingegeben hat. Alpakas sind kleiner und leichter. Schauen wir uns an, was ist die richtige Antwort? Alpakas haben weniger Höcker als Lamas. Damit diesmal leider falsch. Vielleicht wusste der Jäger das ja auch nicht, weil es ein bisschen über das Interessensgebiet hinausgeht. Ich habe Biologie abgewählt. Biologie abgewählt, ja. Hättest du mal gewusst, dass du irgendwann mal auf so einer Jugendhackbühne sitzt? Es war eigentlich abzusehen, ja. Es war eigentlich abzusehen, tja. Oh mein Dann Gott. Schauen wir uns einfach mal die nächste Frage an. Vielleicht ist sie ja wieder eher im technischen Kerngebiet. Sekunde. Die Technik. Professionelle Powerbank angeschlossen und damit geht es weiter. Haben jetzt, Strom haben wir jetzt auch. Das Einzige, was jetzt so passieren könnte, wäre ein iOS-Update. Also, davon sind wir sicher. Und die nächste Frage lautet, wozu wird ein sogenannter Bottleneck verwendet? A. Warte mal. So oft wie ich hier schon ein- und ausgestiegen bin, das Teil wird so in die Luft fliegen, wenn wir das starten wollen, sage ich euch. Oh! Ja, das geht natürlich nicht. Okay, Leute. Leistung kontrollieren, Wasser kühlen und Gitarre spielen, B, Kabel. Leistung kontrollieren, ah, easy. C, Gitarre spielen, D, Kabelmanagement. Und ich möchte hier nicht hören, ich habe Musik abgewählt. Was sind denn die Antworten? Von Marvin war das. Leistung kontrollieren. Und die richtige Antwort ist. Bestimmt meine. Bestimmt deine, ja. Die richtige Antwort ist... Gelb. Die richtige Antwort ist gelb. Ich habe falsch getippt. Es ist nicht das OS-Update hier, sondern da drüben. Ja, das kommt vor. Aber willst du uns vielleicht schon mal ganz kurz sagen, was hast du getippt? Ich habe auch Leistung kontrollieren gewollt, obwohl mich wundert, dass es sagt, dass das Bottleneck dafür verwendet wird. Ja, es ist auch ein komischer... Aha. Faszinierend. Aha. Komische Ausdrucksweise, finde ich das, auch, ja. Das bestätigt mein Verwundern. Meins ebenfalls. Die richtige Antwort wäre Gitarre spielen. Also ich habe 11 Jahre Gitarre gespielt, das ist mir nicht bewusst. Ich kann auch nichts zur Verteidigung vorbringen, weil ich war auf einem Musikgymnasium. Also... Also
Also die Antwort ist tatsächlich richtig mit Gitarre. Das ist kein technischer Fehler, das ist so. Tja, oh mein also Gott. Ein Mensch, der 11 Jahre Gitarre gespielt hat und ein Mensch, der auch musikalisch bewandert ist. Passiert. Passiert den Besten. Wir machen einfach weiter mit der nächsten Frage, die wieder im technischen Themenbereich ist. Wie heißt die Maßeinheit des elektrischen Widerstands? A. Villaden, B. Putin, C. Bommes oder D. Ohm? Bitte geben Sie nun Ihre Antwort ein und wir schauen, was der Spieler eingegeben hat. Ohm. Und die richtige Antwort ist Ohm. Was hat denn unser Jäger eingegeben? Also ich bin gerade laden, aber trotzdem Ohm. Also, einmal Ohm und damit ist Marvin schon fast vor dem Ende dieser Runde. Und wir machen weiter mit der nächsten Frage. Wie hieß ein ebenfalls illegaler Computerwurm, der anfällige Rechner vor dem Mirai-Botnetz schützte? Ist es A. Acanthocephala, B. Nematode, C. Anelit, muss man ins Englisch sprechen, D. Kaltognata. Diese Skills. Gesundheit, richtig. Ich habe Biologie auch abgewählt. Marvin hat eingegeben. Nematode oder Nematode? Ja, welche Richtung geht's denn? Die Antwort ist auf jeden Fall genau das. Damit hat es Marvin geschafft und der Jäger kann... Der Jäger hat absolut geraten und sich so ein bisschen leiten lassen davon, was man gut aussprechen kann. Ich ebenfalls. Damit hat Marvin trotzdem gewonnen. Ein Applaus für Marvin. Und wir machen weiter mit Spieler Nummer 3 aus Team 1, den ich jetzt auf die Bühne bitte. Ob ich den Namen habe? Nein, ich vermute, das ist Christopher. Bist du Christopher? Ja. Ha, das ist Christopher. Ein Applaus für Christopher. Christopher, der Echte. Und du darfst dich auch noch ganz kurz vorstellen. Also ich heiße Christopher, ich bin auch im Verschwörhaus Ulm aktiv, ja. Okay, hat man das gehört? Das ist Christopher, er ist auch im Verschwörhaus Ulm aktiv. Die Ulmer, die sind hier ganz stark dabei. Schauen wir, ob es auch das Wissen ganz stark nach Ulm klingt. Mit unserer Schnellraterunde. 60 Sekunden, die Regeln sind soweit klar. Mal sehen, ob die jetzt wieder humaner wird. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Frage. Oh, ist das laut. Wie viele IPv4-Adressen gibt es prinzipiell ohne reservierte Blöcke? Nicht 4 Millionen, 400 Millionen? Was? Wie bitte? 256. 256? Was, wie viele IP-Adressen? Was? Was war die Frage? Wie viele IPv4-Adressen gibt es prinzipiell ohne reservierte Blöcke? Ah, ich sag 400. Ah, fuck, wie viele? Nur ein paar Millionen, gell? Und IPv6 sind ein Jahr. Okay, es ist Schnellraterunde. Ich sag 400 Millionen. 400 Millionen. 256. Ach Gott, das ist falsch. Welches Metall wird für DSL und ISDN-Leitung... Oh, das wird jetzt natürlich nicht gesagt, wie viele das sind. Ja, egal. Wahrscheinlich zieht mir die richtige Antwort. Genutzt. Auf welcher Programmiersprache liegt der Fokus im .NET-Framework? C-Sharp. Was war die Ursache für den Tod von Alan Turing? Weiter. Welche IPv4-Adresse wird genutzt, um alle lokal verfügbaren IP-Adressen zu bezeichnen? 127.0. Was? Lokal? Weiter. 0000. Welche amerikanische Universität hat eine eigene beliebte Lizenz für freie Software? Weiter. Red Hat. Wie werden die freiwilligen HelferInnen oder auf dem Kongress genannt? Nee, Apache? Was? Welche? Was? Universität hat eine eigene Universität, MIT, natürlich, MIT, oh mein Gott, peinlich, haha. Wie werden die freiwilligen HelferInnen auf dem Kongress genannt? Engel. Wie heißt der ikonische Leiter Kundenzufriedenheit beim Internetanbieter 1&1? Marcel Davis. Wofür steht die Abkürzung NFC? Near Communication. Unter welcher Lizenz steht der Linux-Kernel? GPL, LGPL 3 oder so. Oh mein Gott. Wie bitte? Weiter? Bitte? Weiß nicht. Ich glaube GPL V3 oder LGPL V3, aber irgendeine, die nicht so wie die behandelt wird oder was auch immer. Also ich fand die Runde deutlich einfacher. Auch dieses mit dem Helfer und so von der
Und die interne Frage fand ich diesmal auch einfacher. Der Jäger auf die Bühne. Er hat schon diesen Gang. Und einfacher als dieses, wie oft war die in Dresden und was weiß ich. Also, sind schon unbalanced, finde ich, diese Quizzes. Ich versuche hier das unsubjektiv zu handeln. Also ich meine, klar war das auch ein, sagen wir mal, ein paar Fragen, bei denen ich jetzt persönlich stärker war, aber ich fand, das waren auch an sich allgemein einfachere Fragen. Aber what do I know? Wird es sehen, wie es so weitergeht. Die restlichen Spieler haben es ja immer geschafft und unsere Spielerinnen. Schauen wir mal, wie es aussieht in dieser Runde. Ja, 4 in der Mitte, das niedrige Angebot im E-Kinder, also lassen wir das bei 1 und das hohe Angebot, ach na komm, 20. 20 das hohe Angebot, die anderen hier haben auch alle irgendwie hochgespielt. Für was entscheidest du dich? Immer das hohe. Was sind denn diese hohe Angebote? Also auch die 20, einmal bitte. Und damit starten wir die... Ja. Was sind denn diese Angebote? Kann mir das bitte mal jemand erklären? Sachen sind soweit klar, willst du dich einfach hinsetzen? Ist vielleicht ein bisschen einfacher mit dem... Also. So, passt es? Hört man mich? Ja. Prima. Und wir starten mit der ersten Frage. Wann wird der Support für Python 2 offiziell 2020, 1. Januar. Ist es A, der 1. Oktober 2021? 1. Januar 2020, B, der 1. Antwort Januar B. 2020, C, der 24. März 2020 oder D, der 28. Februar 2020? Bitte jetzt die Antwort eingeben und wir schauen uns an, was Christopher ausgewählt hat. Der 1. Januar 2020, gewusst? Nö, aber 1. Januar hat sich so angehört. Leute, das muss man doch wissen. Der 1. Januar könnte sein und wir schauen uns an die richtige Antwort. Es ist der 1. Januar 2020. Jeder, der eine Zeile Python geschrieben hat, sollte das wissen. Ja, ich bin im Bilde darüber, ich muss im Januar noch ein paar Systeme migrieren. Da steht also noch einiges an Arbeit an und damit machen wir weiter mit der zweiten Frage. Für welchen dieser Sätze wurde 2019 in Deutschland jemand von einem Gericht verurteilt? A. Wenn wir wollen, schlagen wir euch tot als Themenruf. B. Auch ein medikamentöser, narkosefreier Schwangerschaftsabbruch gehört zu den Leistungen auf der Webseite einer Arztpraxis. C. Drecksfotze als Kommentar auf der Facebook-Seite einer Politikerin oder D. Ein Baum, ein Strick, ein Pressegenick als Demo-Ruf. Bitte einmal die richtige Antwort einloggen und zwar innerhalb der 5 Sekunden. Alle geil, da soll man sich mal nicht so haben mit dem Was Gerichtsverfahren. Was hast Christopher gewählt? Ich habe mich für C entschieden, aber ich habe wirklich keine Ahnung, einfach geraten. Okay, also Schimpfworte sollten vielleicht irgendwie dabei sein. Schauen wir mal an. Die richtige Antwort ist auch ein medikamentöser, narkosefreier Schwangerschaftsabbruch gehört zu den Leistungen auf der Webseite einer Arztpraxis. Alles super. Brauchst du den? Okay, cool. Das heißt, es war also leider falsch. Was hat denn der Jäger? Das war der Schwangerschaftsabbruch, ja. Das ist? Das andere ist aus für mich unerklärlichen Gründen nicht justiziabel, aber gut. Tja. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Wie viele Verbindungen hat ein Slot im S100-Bus? A. 64, B. 100, C. 128 oder D. 256? Die beiden Spieler haben ihre Antworten eingegeben. Wir schauen an, was Christopher sagt. 128 und die richtige Antwort ist 100. Knapp daneben. Schauen wir mal, ob der Jäger das wusste. Na gut, der Name S100 ergibt schon Sinn, dass es 100 sind, aber ich habe absolut keine Ahnung, was ein S100 ist. Keine Ahnung, was ein S100 ist und deswegen war die Antwort 64. Also nochmal Glück gehabt für Christoph. Scheiße, Marvin. Nicht Marvin, alles gut. Und es geht weiter mit... Oh mein Was Gott. Ist kein Grundsatz der CCC-HackerInnen-Ethik? A. Man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen. B. Mille nicht in den Daten anderer Leute. C. Computer können dein Leben zum Besseren verändern. Oder D. In Zukunft lassen sich alle Probleme technisch lösen. C oder D sage ich, aber ich kenne keine von diesen. Welche Antwort nicht in der HackerInnen-Ethik steht? Ich habe die HackerEthik natürlich nie gelesen. D. Also in Zukunft lassen sich alle Probleme technisch lösen. Und die richtige Antwort ist
Natürlich genau diese, der Jäger. Wie gut kennt er sich aus mit der Hacker-Ethik? Ja, das kommt hin. Es wäre schöner, einfacher, wenn es so wäre, aber es hat sich herausgestellt, vielleicht doch nicht. Also schauen wir, was die Zukunft bringt. Erstmal auf jeden Fall die nächste Frage. Und zwar geht's hier weiter mit Frage Nummer. Welches dieser Projekte entstand nicht bei JugendHack 2019 in Berlin? A. Ist es Sinti? B. Check 1.5 Degrees? C. Fahrplan Datengarten? Oder D. Your Climate? Bitte jetzt die Antwort eingeben. Christopher, ich glaube an dich. Ich bin sicher, dass es D ist. D. Okay, Your Climate. Dann schauen wir doch mal an, was die richtige Antwort ist. Was ist passiert in Berlin? Your Climate? Auf jeden Fall nicht. Wie gut kennt sich denn der Jäger mit JugendHack aus? Gar nicht, aber das klang mir am generischsten. Deswegen habe ich das jetzt genommen. Also wiederum Gleichstand und einen Punkt für beide Spieler. Welche Lücke im SMB-Modul wurde von der NSA geheim gehalten? Eternal Blue. Und sorgte für die Verbreitung SMB von ist Eternal Blue. War es A. Bluekeep, B. Eternal Blue, C. Rowhammer oder D. Configure? Configure. Also Language. Language? Habe ich das falsch gesagt? Den letzten Wort. Configure. Ja, das steht da, ich kann das ja auch noch vorlesen. Wenn Dinge irgendwo stehen, dann darf man sie plötzlich näher. Wenn man hier moderiert, dann schon. Also, bitteschön, Christopher. Oh mein Gott, wie unangenehm. Eternal Blue schon mal gehört, schauen wir uns an. Die richtige Antwort wäre Eternal Blue gewesen und damit ein Applaus. Und der Jäger? Ja, sehr richtig. Ja, richtig. Brauchen wir gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, sondern können gleich weitergehen zur nächsten Frage. Das korrekte fachsprachliche Wort für das Sternchen auf der Computertastatur lautet A. Asterix, B. Asterisk, C. Arixa oder D. Aserixt. Ziemlich viel mit X drin, schauen wir mal. Was? Jetzt habe ich geschrieben, was? Das korrekte fachsprachliche Wort für das Sternchen auf der Computertastatur. Oh mein Gott. Ich sag B, Asterisk. Oder Asterix, das A? Also, die letzten zwei nicht. Ja, oder mach's vorne hin. I don't know. Funktioniert auch vorne, keine Ahnung. Ich sag B. Ohne X. Asterisk. Ziemlich viel mit X drin. Schauen wir, ob die Antworten richtig sind. Christopher? Ich hab geraten C. Geraten C. Also Arixa. Die richtige Antwort ist Asterik. Also knapp daneben geraten. Der Jäger? Das ist durchaus richtig. Das ist auch eine Telefonanlagensoftware, aber und noch tausend andere Symbol, Sachen. Ein paar andere Sachen auch noch. Und noch ein paar andere Sachen. Das führt leider dazu, dass Christopher oh mein das Gott. Verloren hat. Oh. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Einen großen Applaus. Ach du Scheiße, war das knapp. Uffa. Ich sollte mir meine Dinger mal auf einen besseren Slot legen als irgendwo in die Mitte. Damit kann ja keiner also arbeiten. Der Computer setzt halt Sachen an. Boah. Cool. Ich wollte halt Shift drücken und auf die Kiste MLG, aber... Was? Bin ich noch da? Jetzt bin ich wieder da. Wunderbar. Damit haben wir unseren vierten Spieler vom zweiten Team, vom ersten Team hier auf der Bühne. Hey, bitte einmal begrüßen. Wer bist du? Ich bin der Lars, ja. Ich bin auch in Ulm aktiv. Wir sind drei von vier Leute aus Ulm hier. Das und alle aus Ulm, dann wollen wir doch mal schauen, ob du ebenfalls diesen Stuhl verteidigen kannst. Lieber stehen, lieber sitzen. Was ist so lieber für die stehen für die 60-Sekunden-Runde. Einmal die Schnellrate-Runde. Du weißt Bescheid, wie es funktioniert, oder? Hoffen wir's. Bist bereit? Super, dann fangen wir an mit der ersten Frage der Schnellrate-Runde. Nenne den Namen von einer der beiden CCC-EhrenmitgliederInnen. Keine Ahnung. Welche IP-Adresse steht für den Localhost? 127.0.0.1. Diese Wortbreite hat der Apollo Guidance Computer. Diese Wortbreite. 128.
Wie heißt der sächsische YouTuber, der Songs zu mathematischen Themen produziert? Dorfuchs. Wodurch gelangte der Hacker George Hotz mit Hilfe des iPhones erstmals Bekanntheit? Der war der Erste, der den Fingerabdrucksensor getrackt hat, sein iPhone 6 oder sowas. Welcher Hacker ist im CCC für diverse Hacks von biometrischen Authentisierungssystemen bekannt? Keine Ahnung. Weiter. Was steckt hinter dem Universal Serial Bus? USB. Wie viele Umdrehungen pro Minute schaffen die schnellsten HDDs auf dem Markt? 1600. Das typische nicht-alkoholische HackerInnen-Getränk? Mate. Timeout? Zählt das letzte noch? Fuck. Entschuldigung. Also, wie viele richtige Antworten sind? Oh, ich kann doch selber sehen, das sind vier. Vier richtige Antworten und ein Applaus. Juhu. Für Lars von Mars. Und damit kommt der Jäger auf die Bühne. Ein Applaus auch nochmal für Cyril hier. Deine Angebote. Mach mal eine schöne geometrische Reihe. 1, 4, 16. 1, 4, 16. Ria, na gut. Ich bleib beim normalen Angebot. Bei 4. Also, er bleibt beim normalen Angebot. Die ist falsch, okay. Fuck. Super. Also ich kann jetzt hier die Fragen auch direkt vorlesen, das ist ja fantastisch. Dann fangen wir direkt an mit der ersten Frage. Von wem wurde die Hypertext Markup Language ursprünglich entwickelt? A. Linus Torvalds. Ja, wahrscheinlich. B. Robert Calio. C. Dave Raggett. Oder D. Tim Berners-Lee. Boah, ich kenne niemanden davon. Außer A natürlich, aber der war es nicht. Damit? Ist da schon wieder ein Verbindungsproblem? Dass das so lange gedauert hat gerade? Ich sehe das. Super. Also. Software, großartig. Bitte noch einmal Applaus für unsere Technik, die das hinbekommen hat. Das ist der Wahnsinn. Lars vom Mars hat eingeloggt. Ja, ich bin wieder aus dem WLAN raus. Antwort. Ich habe schon refreshen Fall, aber es kommt nicht. Tim Berners-Lee. Und die richtige Antwort? Tim Berners-Lee. Das ist auch ein guter Start in dieser Runde. Ja, was hat mich da geschlagen? Hat der Jäger denn auch was eingeloggt? Ich habe eigentlich Tim Berners-Lee eingeloggt. Tim Berners-Lee eingeloggt? Nein. Angefallen? Schauen wir nochmal nach. Setzen wir manuell nach und können weitermachen mit der nächsten Frage. Nee, können wir nicht. Ich habe hier immer noch nichts. Also wir können theoretisch weitermachen, wenn die Technik mitmachen würde, tut sie aber nicht. Ja, jetzt kann ich nochmal fragen. Nochmal fragen. Du bist auch aus Ulm. Ich bin auch aus Ulm, ja. Wie oft warst du schon dabei? Auch so 5000 Mal mindestens? Also viermal, dieses Jahr dreimal in Ulm, Berlin und Hamburg. Dieses Jahr dreimal? Ja, und letztes Jahr einmal in Ulm, Berlin und Hamburg. Ja, ich bin viel rumgekommen dieses Jahr. Viel rumgekommen. Also gehörst du jetzt auch zur Crew der Reise-Alpaka? Wieso ging das denn überhaupt nicht los hier? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Gut, wie kann man nicht so viel reisen für Jugendtag? Ich glaube, ich habe dich auf 2 von 3 Events gesehen. Zwinker, ich glaube, ich war dieses Jahr auf 8 Events oder so. Also. Und jetzt auch noch in Leipzig. Und jetzt auch noch in Leipzig, natürlich. Was hat dir denn bisher am besten gefallen? Böse Frage für alle OrganisatorInnen, also kurz mal weghören. Essen? Essen ist zu wenig. Essen gibt's Ich habe gefragt, was hat dir am besten gefallen? Ich weiß nicht, mir gefällt das Gelände an sich sehr gut. Es ist sehr cool, die Aufteilung und die Talks, die ich mir bis jetzt angehört habe. Boah, ich bin echt zu blöd. Fast zu groß, die verlaufen hier die ganze Zeit. Ja. Hast du auch gestern irgendwie Hacker Jeopardy angeguckt? Nee, tatsächlich nicht. Wir haben uns andersweitig beschäftigt. Anderweitig beschäftigt? Es gibt Saufen. Eine Aufrechnung, aber es ist einfach nicht dasselbe. Ja, ich meine nur, man müsste da gewesen sein. Dann hätte man vielleicht schon Angst bekommen, wenn man dann weiß, man wird selber auf so einer Quizbühne irgendwo drauf und muss dann irgendwie selber Fragen beantworten. Achso, das LAN-Kabel ist kaputt. Hat die Technik gestern auch versagt? Ja? Nicht ganz so gut wie hier. Nächstes Jahr schafft die das auch. Wie war es beim allerersten Hacker Jeopardy? Das allererste Hacker Jeopardy war angeblich besser, aber man weiß ja so Erinnerungen, die weit zurückliegen manchmal.
Mann, schön, ich darf vielleicht auch manchmal was. Es kommen Daten, wow. Okay. Okay, wir verkabeln hier noch einmal vor, ne? An was für Projekten hast du in Ulm dieses Mal mitgearbeitet? In Ulm, wir haben an Smart weitergearbeitet. Heißt, wir hatten ja damals, also wir haben eine. Wie denn? Ja, das hängt schon wieder. Ich werde das jetzt ab sofort vor jeder Frage machen, damit ich sehe, ob die Verbindung noch da ist. Nee. Alles im Publikum vertreten, sehr gut. Wir haben mit Smart am A gearbeitet, ja, was auch den tollen Namen hat, das eigentlich ein Akronym ist für Suche mit Attributen in Realtime. Ich habe jetzt ein Amt. Heißt, wir haben eben eine Karte gehabt, auf der wir nach irgendwelchen bestimmten Attributen, heißt einer Bäckerei, in irgendeinem Wetter suchen konnten und uns das Orte angezeigt hat, genau da, die da waren. Also wie kann man Wissen und Daten möglichst schnell wiederfinden? Reverse Search, mehr oder weniger. Reverse Search. Das ist dieses Jahr also in Ulm passiert. Der Wissensflex. Verbindung steht, Verbindung braucht noch. Es ist alles so anders unsortiert hier. Ja, ich hab doch gesagt, ich hab Stift und Papier dabei, das ist alles überhaupt kein Problem. Aber bei mir funktioniert es doch. Hier scheint es aber zu funktionieren. Ach so, ah. Also, hier funktioniert WLAN, Stift und Papier braucht man nicht. Mind blown. Können wir nicht einfach so Flashcards haben, die wir uns raussuchen und dann hochhalten? Da muss aber auch noch irgendjemand 5 Sekunden dann immer laut runterzählen, sobald der erste das hochgehalten hat. Ja, fuck die Technik, wir machen es analog. Technik wird das alles regeln. Wir machen einfach weiter mit der nächsten Frage, die hier kommt. Die Bauhöhe des Cray One Computers war A. die halbe Wellenlänge der Taktfrequenz, B. die Länge des ersten Autos von Herrn Cray, C. die maximal mögliche Höhendifferenz des Kühlsystems oder D, möglichst klein, aber so groß, dass man den Staub darauf nicht sehen kann. Bitte einmal geile die Antworten eingeben und dann schauen wir uns nochmal an, was Lars eingeloggt hat. Die Antwort von Lars war die maximal mögliche Höhendifferenz des Kühlsystems. War aber auch so geraten, oder? Ja, aber das hat irgendwie sehr plausibel geklungen, ich weiß ja nicht. Plausibel, schauen wir mal, ob die Antwort wirklich plausibel ist. Die richtige Antwort, möglichst klein, aber so groß, dass man den Staub nicht darauf sehen kann. Und der Jäger? Das klingt nach einem guten Prinzip, wie ich meine Möbel organisieren kann, aber ich habe tatsächlich dasselbe geraten. Dasselbe geraten, es klang so plausibel, es klang so technisch und trotzdem war es leider falsch. Damit hat aber natürlich Lars noch weiterhin die Chance, hier vor dem Jäger zu bleiben und wir machen weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, welche dieser Gruppen ist für Streams und media.ccc.de verantwortlich? Erst drücken, wenn ich fertig gelesen habe. Ich habe nur drüber, keine Panik. A. Bock, B. Lock, C. Wock oder D. Heaven. Und damit geht man sich mal sehr schnell. Lars hat eingeloggt, Wock. Die richtige Antwort ist Wok und der Jäger hat gedacht, das ist bestimmt das Wok. Damit sind alle eine Stufe weiter. Wir können einmal durchatmen, hier ist nichts peinlich. Wir gehen einfach mal schneller durch. Alles prima, nächste Frage. Staatsbahn, welches dieser Länder betreibt keine Schlafwaggons in ihren Zügen? A. Österreich, B. Deutschland, C. Italien oder D. Ukraine? Das ist laut Lars Italien. Die richtige Antwort wäre gewesen Deutschland und der Jäger sagt Deutschland. Wenn man in Deutschland Nachtzug fahren will, muss man mit der ÖBB reisen. Damit wird es langsam gefährlich und wir machen weiter mit der nächsten Frage. Welches dieser Musikstücke ist als Pausenmusik auf CCC-Veranstaltungen bekannt geworden? A. Never Gonna Give You Up von Rick Astley. B. Irgendwas Russisches, bekannt als Trollo von Edward Kiel. C. Machine Lullaby One von Fear of Ghosts oder die All Your Bass Are Belong to Us von Bad CRC. Was das hat ist übrigens im Allgemeinen nur irgendwas Kyrillisches. Ob es Russisch ist, kannst Russisch, du dann wahrscheinlich okay. sagen. Okay, es ist was Kyrillisches. Machine Lullaby One von Fear of Ghosts. Und die richtige Antwort
ist? Genau das. Genau das. Der Jäger wusste es auch. Damit können wir direkt weitergehen zur nächsten Frage. Und zwar, wofür steht Strk auf einer Tastatur und links? Steuerung. B, C. Strong, C, Steuerung oder D, String? Bitte die Antwort eingeben und... Das wäre eine Frage fürs Schnellquiz gewesen, meiner Meinung nach. Hat getippt. Oder wie auch immer das heißt. Steuerung. Die richtige Antwort ist natürlich... Bild aus. Bild aus, ja. Steuerung. Wusste auch der Jäger das? Ja. Ja. Allerdings kenne ich Leute, die meinen, es sei Strong oder String oder was auch immer. Strong, String? Ja, String, Strong noch einmal, wenn es aber der Englisch ist Strong, ja. String, abgeschüttet, kein Problem. Ich kann hier. Lars von Mars hat gewonnen. Yay. Wir sind schon durch. Eine Stufe weiter und einen Applaus für Lars von Mars. Darf ich jetzt sitzen bleiben oder muss ich mal zurücklaufen und hierher laufen? Wie bitte? Darf ich sitzen bleiben oder muss ich hierher laufen und zurücklaufen? So. Ich weiß nicht, wie wir die Augen. Jetzt haben wir ein Finale zu organisieren. Ja, also. Rakete, Lars und Marvin, bitte nochmal auf die Bühne. Ein großer Applaus für euch. Oh mein Gott, ein Creeper. Oh mein Gott. Wunderbar. Wir haben Stühle für alle, kein Problem. Speedbuild. Wie schnell kann ich die mittlerweile bauen, Leute? Was sagt ihr? Schaffe ich das? 1600 hat zu wenig. Also, ich glaube, die war 3000. Meint ihr, ich schaffe das so schnell, das zu bauen? Damit haben wir hier. Okay, sehr gut. Unser Finalteam. Und jetzt wird es so funktionieren, dass ihr 120 Sekunden Zeit habt. Bitte korrigiert mich, ob das richtig ist, was ich jetzt alles sage. Es geht schon los. Also, das möchte ich jetzt bitte nochmal reklamieren hier. Nee. Ihr habt 120 Sekunden Zeit. Währenddessen reden. Und da versucht ihr so viele Antworten, so viele Fragen wie möglich zu beantworten und die Punkte werden dann am Ende wieder zusammengezählt und dann kommt der Jäger wieder auf die Bühne. Das heißt, wir spielen jetzt 120 Sekunden. Oh mein Gott, das schaffe ich nicht mehr, oder? Stopp kurz. Nein, die Zeit läuft noch nicht. Ja, da, aber bei mir nicht. Also, nee. Seid ihr jetzt alles Ulmer? Nee, du bist aus Fürstenberg. Sehr gut. Das wäre also jetzt auch ein bisschen eintönig hier. Wir haben natürlich ganz Deutschland, aber... Ja, ganz süß. Sind wir soweit? Nee. Die Frage an das Publikum. Hand hoch, wer weiß, was Ulm und Fürstenberg gemeinsam haben? Okay, wir haben es auch schon benannt, glaube ich. Ja. Wir sind soweit, okay. Verrate ich nach der Fragerunde. Nach der Werbung. Nach der Werbung. So, Spielerin wurde gewährt. Alles okay. Und damit, ihr könnt nochmal kurz recherchieren, 120 Sekunden Zeit. In welchem Bildschirm sehe ich denn das jetzt hier? Ist es egal? Egal, ich schaue einfach. Zieh mal hin. Achso, ich zähle runter und dann fängt's an. 5, 4, 3, 2, 1 und los. Was versteht man in der Programmierung unter einer Queen? Weiter. Löse das Akronym Laser auf. Weiter. Was war der Codename von Windows Vista? Weiter. Was macht ein Nerd im Garten? Hacken. Was? Hacken.
Was war das Motto des 33C3? Work for me. Wie hieß die Maschine, die als erste eine Runde Jeopardy gegen menschliche Champions gewann? Jeopardy? Was ist das denn? Welchen Zusammenschluss von Hackerinnen gibt es seit 1988 innerhalb des CCC? Hexen? Welche Technologie bezeichnet Nvidia mit RTX? Raytracing, beziehungsweise Realtime-Raytracing. Was war das Motto des 32C3? Weiter. In welcher Stadt befindet sich die Seabase? Berlin. Wer wurde für die Entwicklung der Bordsoftware der ersten Mondlandemission Apollo 11 bekannt? Da hängt ein Bild hinten. Sei das? Nein. Ich glaube, sie heißt Martha. Löse das Akronym RFID auf. Rear Field Identification. Welche Open-Source-Software hat zur Entwicklung und Bewerbung neuer Features bislang 10 aufwendige Animationskurzfilme produziert? Blender. Eine Software, die Animationskurzfilme produziert. Zwei runter. Was und bedeutet dann VPS? Virtual Private Server. Virtual Private Server. In welchem Jahr fand zum ersten Mal Jugendhackt statt? 1, 2 runter. Und 2013. Dann. Die warte Zeit mal. Ist vorbei. Damit haben wir wie viele richtige Antworten? Das ist ja schon eins, dann ist das schon zwei. 11 richtige Antworten in 100 also hier. Sekunden. Wie viele Fragen waren das? 12. So, damit bitte ich den Jäger auf die Bühne, denn die Frage ist ja nicht, waren das viele Antworten, sondern waren das mehr als der Jäger? So. Kabel. Dann. Noch einmal ganz kurz die Sache, wie geht's jetzt weiter? Bring mal dein Notebook von mir weg, nur damit hier keine da sieht man nichts. Falsche Sachen aufkommen. Nee, da sieht man nichts, da stehen noch keine Antworten. Achso, da stehen nur die Fragen. Bitte? So wie eben, einfach weiter schnell Ratterrunde durch. Okay, perfekt. Dann machen wir genau das nein. Gleiche. Ist es nicht so, dass wenn ich was falsch sage, dass dann die Uhr gestoppt wird? Und genau, dann wird gestoppt, aber sonst machen wir 120 Sekunden durch. Und wir drücken alle die Daumen, dass es weniger als 11 richtige Antworten sind. Dann mal gucken. Wir sind gespannt. Dann, bist du bereit? Gibt ja hier keine Vorzugsbehandlung, ja? 5, 4, 3, 2, 1 und los! Aus wie vielen Nullen bestand der Code für die Kernwaffen der USA bis 1977? 4? Was? 4? Auf welchem Twitter-Account? Moment, halt, das war jetzt auf dem. Nee, hä? Werden alle Veröffentlichungen des Bock auf media.ccc.de bekannt gegeben? Auf welchem Twitter-Account? Releases. Mit welchem Gerät der T400er-Serie führte Lenovo erstmals. ThinkPad. Achso, und jetzt dürft ihr, genau. Wissen ist besser? Was? Die Antwort auf die Frage, mit welchem Gerät der T400er-Serie führte Lenovo erstmals eine neue Tastaturart für seine ThinkPad-Laptops ein? Mit welchem Gerät der T400er-Serie eine neue Tastaturart für seine ThinkPad-Laptops? Was ist das denn hier? Ach nee, der gehört ja schon hin, oder? T430. Aber der gehört da nicht hin. Bis welchem Jahr war die Whistleblowerin Chelsea Manning? Okay. In welchem Jahr wurde die Linux Foundation gegründet? 1998. Echt? Okay. Ich hätte was Höheres gesagt. In welchem Jahr wurde die Linux Foundation gegründet? 95. Das ist doch auch der Linux Timestamp, oder? Die Gründung der Linux Foundation. Und das ist 1900. Boah, früher als 98. Entweder sowas wie 97 oder 95 oder 92. 2002 ist leider falsch. Und damit machen wir weiter mit dem Jäger. Och Mann, ich bin so schade. Vor welcher rechtlichen Körperschaft wird der Kongress ausgerichtet? Die CCTV GmbH. Wer war der amerikanische Präsident als Edward Snowden? Wie lautet der Künstlername des ursprünglichen Entwicklers von Minecraft? Notch. Welche Zeichen? Oh, wieso war er schneller als ich? Übergeordnete Verzeichnis in den gängigsten Dateisystemen. Punkt, Punkt.
Ja, ich glaube, wenn man liest, ist man schneller. Wie viel mehr Bier wird pro Jahr in ICEs auf dem Oktoberfest konsumiert? Krass, die ICEs haben mehr Bier als das ganze Jahr. Sondern ihr seid dann erstmal dran. Ja, okay, krass. Wie viel mal Bier? Viermal mehr Bier? Nein, das war leider falsch. Dann ist es weiter für den Jäger. Was war das Motto des 35C3? Refreshing Memories. Welche Zahl ist die Antwort auf den Sinn des Lebens? 42, und das ist nicht die richtige Formulierung. Das ist falsch. Wie lautet die Domain der Gulasch-Programmiernacht? Gulasch.xyz. Nein, das war leider falsch. Die Zahl ist gestoppt. Ja. Die Domain der Gulasch-Programmiernacht. Gulasch-Programmiernacht. Was könnte da für eine Domain sein? Vegetarier. Es gibt tatsächlich auch vegetarisches Gulasch. Müsst ihr mal hinfahren, lohnt sich. Wie lautet die Domain der Gulasch-Programmiernacht? Wir schätzen etwas mit GPN, GPN.xyz. Das ist leider falsch. Und damit geht's weiter mit Fragen für den Jäger. Wurde Apple in einer Garage gegründet? Richtig oder falsch? Wie heißt der deutsche Auslandsgeheimdienst? BND. Wie heißt die Top-Level-Domain des britischen Territoriums im Indischen Ozean? .io. .io? Ja. Wie hieß der Vorsitzende des Rechtsausschusses als Mitglied der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, der kürzlich abgewählt wurde? Schucher? Nein, das war falsch. Die Zeit ist fast abgelaufen, aber sie wird ja gestoppt. Das heißt, unsere SpielerInnen dürfen noch ganz kurz ran. CDU-Politiker. Bitte nochmal kurz die Frage. Ja, wie hieß der Vorsitzende des Rechtsausschusses als Mitglied der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, der kürzlich abgewählt wurde? Lars Tickt. Nein, das war... Haben wir da auch eine Zeitbegrenzung oder darf das... Abgelaufen, Zeit ist leider abgelaufen und damit interessiert mich jetzt natürlich, wie viele richtige Antworten hatte denn der Jäger? Oh. Ich würde mir hier so ein bisschen visuelles Feedback wünschen. Bitte warten. 42. Bitte warten. Wie ist wer? Bitte warten. Wie viele Antworten? Bei mir auf dem Laptop. Wir warten noch auf die Antworten aus anderen Parallelen. Auswertung starten, soll ich da drauf drücken? Dann geht's gleich kaputt. Hä? 10? Ach, 10, ich dachte 10. Also 10 richtige Antworten vom Jäger. Damit hat unser Team gewonnen mit 11 richtigen Antworten, richtig? Yeah! Ein Applaus für unser Team, das hat tatsächlich gewonnen. Tatsächlich. Und damit danke ich für eure Aufmerksamkeit. Wir gehen 5 Minuten in die Pause und machen danach weiter mit dem zweiten Team, das hier schon wartet und wahrscheinlich schon anfängt zu zittern vor dem Jack. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Das wäre es natürlich echt schade gewesen, weil wir jetzt hier sehr bereit sind. Ich würde trotzdem kurz mal noch auf Pause halten, weil das jetzt ein spannender Moment mal wieder ist. Okay.
Mein Gott, ich Idiot. Vielleicht sollte ich das abbauen, dann habe ich noch einen zweiten Block Puffer, falls hier irgendwas ganz schief geht. Ist wahrscheinlich eine gute Idee. Dann einen Golden Apple essen. Wo ist er denn? Ja, wir sehen uns in 5 Minuten, also um 21.22 Uhr wieder hier. Sehr gut. Und damit machen wir weiter mit dem zweiten Teil von Gefragt, Gejagt in der JunghackerInnen-Edition. Herzlich willkommen, würde ich sagen, zu unserem Team, das gleich die Bühne betreten darf und... Was ist denn hier das Problem? Zeigt der in die richtige Richtung? So, der soll in die Richtung zeigen. Ja, das stimmt. Das ist hier so. Müssen die tatsächlich in die andere Richtung zeigen? Kann das sein? Weiß es nicht, vielleicht muss man die tatsächlich so bauen. Ich dachte, die gehen in beide Richtungen. Aber falsch gedacht. Ja, weil sonst habe ich da keinen Fehler gesehen in der Maschine jetzt. Ich will dieses Minecart nicht verschieben. Okay. Noch mehr Blöcke. Ich brauche noch kurz Blöcke. Ja, gleich 2. Weil wer weiß, wann wieder es geht. Auch dem Jäger, denn bei Gefragt, Gejagt geht es ja darum, dass sich 4 KandidatInnen durchsetzen müssen gegen einen Jäger. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Die Spielregeln sollten soweit klar sein mit dem ersten Teammitglied, das jetzt auf die Bühne kommen darf. Oh, start doch die anderen. Komme, wer wolle. Komme, wer wolle. Hier ist noch nichts bisher eingegeben. Der erste, Paul. Herzlich willkommen auf dieser Bühne. Einen großen Applaus bitte für Paul. Möchtest du dich kurz vorstellen? Hallo, sehr schön. Ja, guten Morgen, ich bin Paul aus Heidelberg. Ich bin seit 2015 bei Jugend Tech dabei, jetzt 14 Events. Genau, ich bin mal gespannt, was so auf mich zukommt. Und. Leute! Was ist denn hier los? Mach das Mikrofon noch etwas höher. So. Also Jugendtagsprofi, schauen wir, ob das Wissen auch dementsprechend vorhanden ist. Mal sehen. Du stehst gerne? Nein. Du willst lieber sitzen? Auch richtig. In Ordnung. Die Regeln sind soweit klar. Nehme ich einfach mal an. Ich lese die Fragen vor, du beantwortest so viele wie möglich und wenn du nicht weiter weißt, sagst du weiter. Nur zu. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit der ersten Frage.
Wie heißt der ruhige und reizarme Bereich, den das C3-Audi-Team betreut? Soul Recharge. Oder Recharge, ja. Welcher Podcast wird durch die CCC-Sprecher Linus Neumann und Tim Pudlaff produziert? Die Maßeinheit für Energie und Arbeit heißt? Watt. Energie und Arbeit. Ja. Ah, Joule, oder? Welche Abkürzung wird für das Dynamic Host Configuration Protocol verwendet? Weiter. Welches Projekt sollte nach Aussage seines damaligen Alleinentwicklers nicht so groß und professionell wie GNU werden? Weiter. BSD? Die erste Nullstelle des Sinus nach Null. Weiter. Welche Programmiersprache steckt hinter PHP Hypertext Preprocessor? Weiter. C++? Was ist ein Datenklo? Keine Ahnung. Weiter. Es steht da vorne übrigens, aber ja, weiter. Wie heißen die Kontakte auf einer CPU oder Arbeitsspeicher? Pins. Damit ist die Zeit abgelaufen. Zwei Fragen. Was für eine Enttäuschung. Und... wir haben eine richtige Antwort, sehe ich das richtig? Eine richtige Antwort. Und damit kommt unser Jäger. Cyril ist auch diesmal wieder hier auf der Bühne. Wir haben keinen anderen gefunden. Ein Applaus für unseren Jäger. Diese Qualität gibt es eben nicht ganz so oft hier und wir sind gespannt. Ja, also wenn das normale Angebot schon nur eins ist, dann machen wir zwei als hohes Angebot und ja. Okay, zwei. Ach, Leute. Ja. Da wollte ich kurz was snacken. Zwei als das hohe Angebot und wir starten mit der Jagdrunde. Ich muss hier noch was auswählen, richtig? Irgendwie so Spieler? Ich bin ja Spieler, also ja, spiele genau. Spieler. Okay. Ich habe sogar noch Verbindung. Ich nicht. Also, ich bin im WLAN, aber ich habe... Was ein Flop, Leute. Ich glaube, in dieser Folge werden wir es nicht mehr schaffen, eine volle Maschine zu starten. Aber das ist auch okay. Wir haben schon, wir haben viel gelernt im Prozess. Keine Frage. In welchem dieser Open-Source-Spiele kommt kein Pinguin vor? T-Birds! A. Super Tux Kart. B. Extreme Tux Racer. C. Frozen Bubble. Oder D. Battle for Westnoff. Ich kenne keins der Spiele. Ihr gebt eure Antworten ein. Ich sag Extreme Tux Racer, weil es sonst so einfach wäre. Richtig liegt. Paul hat eingeloggt. Ich glaube, ich habe D eingeloggt, aber also ja, alle Farben sind wunderschön. Alle Farben sind wunderschön, einfach so auf gut Glück. Und dieses Glück ist... Ja, also die ersten beiden kannte ich, aber keine Ahnung. Ja. Dieses Glück ist diesmal auf deiner Seite. Die richtige Antwort ist nämlich genau Battle for Westnoff. Das schützt dich aber trotzdem nicht vor dem Jäger. Nö, ja, das ist richtig so. Das wäre vielleicht. Wieso haben die nicht eins mit den Tux genommen? Tux sonst abgeschlachtet wird. Also genau das Gleiche. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Eine Stufe weiter. Keine doppelte Psychologie an der Stelle. Das Botnetz Mirai wurde benannt nach dem japanischen Wort für A. Vergangenheit, B. Gegenwart, C. Zukunft oder D. Morgen. Keine Ahnung. Ich würde sagen Vergangenheit, einfach Antwort, nur gegessen. Meint Paul, ist Zukunft. Und die richtige Antwort laut Plan ist tatsächlich Zukunft. Damit gibt es einen Punkt und der Jäger lag mit seiner Antwort morgen. Leider. Hey, die Show ist ja richtig fun. Ich glaube, ich presse mir da noch eine Folge vor. Ich habe Bekannte, die Japanisch haben, also habe ich es nie selber gelernt. Einen Japanischunterricht gehabt? Nee, da war ich kein Unterricht. Bildung in Deutschland, ganz schwierig. Das werden wir nun sehen mit der nächsten Frage. Was passiert im australischen Sci-Fi-Film Taylor's Story? Es regnet, es schneit. A. Talos wird von einem Computer verschluckt. B. Angreifer aus der fünften Dimension greifen an. C. Es regnet. Oder D. Es schneit. Herr Regnen, Regnen tut es auch in circa jedem Film, oder? Ist eigentlich ein statistischer Catch, aber keine Ahnung. Angreifer aus der fünften Dimension greifen an. Ich habe keine Ahnung, was überhaupt ein Film ist. Also Popkultur, I don't know. Das merkt man, diese Antwort ist nämlich leider falsch. Ja. Die richtige Antwort gewesen, wäre gewesen, es regnet. Das hat leider auch der Jäger. Ich habe schon gesagt, das ist eine Fangfrage und das hat sicher nur was mit Wetter zu tun, aber ich habe leider die falsche Wetterantwort gewählt. Ja, es schneit also es doch, es regnet es doch viel wahrscheinlicher. Dazu, dass Paul eine Stufe weiterkommt, der Jäger holt langsam auf.
Welches dieser Programme ist kein Browser? A. Firefox, B. Safari, C. Mumble oder D. W3M? W3M, ist das nicht kein ein Window-Manager? Browser. Beide haben eingeloggt. Ich sag Mumble. Beide sagen Mumble. Ja. Und die Frage ist, ist das richtig oder falsch? Die richtige Antwort ist Mumble. Damit kommen beide ein paar Enderpearls mitnehmen sollen. Ein großer Applaus. Und es ist natürlich vorteilhaft, dass Mumble auch kein JavaScript ausführen kann. Das macht es deutlich stabiler. Welche fragwürdige Firma für Spionagesoftware kommt aus Italien und wurde Opfer eines Datenreichtums? Celebrite, B. Hacking Team, C. Gamma Group oder D. Access Data? Bitte loggt eure Antworten ein. Paul, du hast gewählt. Celebrite, ja. Ich habe keine Ahnung. Also, es war der einzige Name, der mir irgendwie schon mal bekannt vorgekommen ist. So. Okay, die richtige Antwort ist Hacking Team. Das so ein generischer Name. Der Jäger hatte tatsächlich an dieser Stelle richtig und holt damit eine Stufe auf. Es Celebrite ist, glaube ich, aus Israel, oder? Also, spannend. Wir machen einfach weiter mit der nächsten Frage. Welcher Standard verbirgt sich hinter IEEE 802.3? 802.3 klingt WLAN, stark B, nach WLAN. C, aber IEEE kenne ich halt nicht. Der hat schon geklickt. Vorher kann ich mal mitlesen. Was machen wir jetzt? Jury, bitte eine Entscheidung. Wir gucken erst auf die Antworten. Okay, Spieler hat gewählt. WLAN. Richtige Antwort gewesen wäre aber leider Ethernet. Und der Jäger hat an die Feinde gedrückt und damit Ethernet. Kriegen wir den Punkt irgendwie hin? Ja. Müssen wir manuell machen, wird erledigt und wir machen einfach weiter mit der nächsten Frage. Es wird langsam echt eng. Mhm. Wer hat eine eigene Zeitrechnung? A. Das GNU-Projekt. Locker B, Nordkorea. Der im Bau befindliche Flughafen Berlin Brandenburg Willy BR. C. Nordkorea. Alter, B ist ja so eine geile Trollantwort. Safari. Bitte loggt jetzt eure Antwort ein. B, kann der noch mehr Leben haben? Ich habe Sharpness 3, Dierschwert. Alle der genannten, aber wen suchen wir? Der Spieler Paul sagt. Also bei Safari würde ich alles zutrauen, deswegen habe ich auch bei Safari gesagt. Okay. Die richtige Antwort wäre aber tatsächlich Nordkorea gewesen. Okay. Also ich habe tatsächlich Nordkorea gesagt, weil mir das andere wie noch weniger Sinn ergibt. Also ich meine, der BER, das ist so eine eigene Geschichte, aber dann hätte ich wohl eher gesagt Zeitzone. Aber gut, das hätte es wahrscheinlich auch gesagt, worum es geht. Ne? Also eine eigene Zeitrechnung gibt es tatsächlich in Nordkorea und damit... Ja, ich gebe meine Niederlage zu. Nordkorea. Hätte ich auch vermutet. Ich weiß nicht, habe ich es gesagt? Also wenn das System jetzt... Also, wenn das System jetzt richtig rechnen kann... Aber hat Nordkorea echt eine eigene Zeitrechnung? Ich habe gedacht, die hätten irgendwie nur so... Zeitzone, ja. Aber Zeitrechnung? Ja, Nordkorea hat alles selber. Aber okay, also... Ach, ja, ist das nicht, dass das irgendwie Jahre seit Geburt von Kim Il-sung ist? So. Ich glaube, aber ich bin richtig, wenn ich sage, wir müssen uns jetzt leider schon mal von Paul verabschieden. Ja, oder haben wir noch eine Stufe? Müssen wir machen, ne? Vielen Dank, dass du hier warst, Paul. Hat sich tapfer geschlagen. Einen dicken Applaus nochmal für Paul. Ich hätte eine Pickaxe mitnehmen sollen. Und wir machen weiter mit den nächsten Spielern oder der nächsten Spielerin. Und ich möchte auf die Bühne bitten, Daniel. Oder eine Schaufel, irgendwas. Wie komme ich denn jetzt auf den Highway am schnellsten? Ja gut, ich muss ja nicht auf den Highway. Ein großer Applaus für Daniel. Daniel, wer bist du? Nur unten entlanglaufen. Daniel. Also ich bin Daniel. Daniel ist Daniel. Ein Applaus bitte. Man muss dazu sagen, Daniel sieht etwas weiblicher aus, deswegen diese Confusion hier. Ich wollte gerade schon einen blöden Kommentar machen, dass er irgendwas verwechselt hat, aber ich habe da zu früh wohl ein Gender assumed. Schande über mich. Mein Jugendtext in Ulm. Und das eigentlich nur in Ulm. Ja. Eigentlich nur in Ulm, dafür schon mal zweimal. Und die Regeln der Schnellraterunde hast du wahrscheinlich schon mitbekommen. Könnte sein, wenn ich nicht geschlafen habe.
Sehr gut. Nicht ganz einfach, aber durchaus machbar. Ich lese einfach alles vor. Du versuchst so viel wie möglich zu beantworten. Wenn nicht, sagst du weiter. Wir legen los mit den 60 Sekunden und zwar jetzt. Okay, oder wo gleich, bin ich gestorben, Leute? Dann, wenn wir soweit sind. Wir können loslegen. Sehr gut. Leute, wo ist mein Kram? Und los geht's. Ach, unsere alte wenn Treppe. Wenn ein Server so viele Anfragen gleichzeitig denial erhält, dass er nicht mehr antworten kann, spricht man von einem... DOS. Denial of Service. Leute. In welcher Stadt fand 1984 der erste Kongress statt? Swambi. Wer ist für das Design des 36C3 verantwortlich? Genau. Ist ein Digitizer Hard- oder Software? Keine Ahnung, was ein Digitizer ist. Software. Wer ist aktuell Innenminister der Bundesrepublik Deutschland? Peinlich. Das wüsste ich natürlich auch kein und bisschen. Unter welcher Domain findet man Informationen zu Cyberrolle, Cyberstickern oder auch Cyberbecher? Cyberbecher. Was ist auf dem Logo von Twitter zu sehen? Ein Vogel. Gosh, da bin ich nicht drauf gekommen. Embarrassing. Den Namen nach zeichnen. Bilder. Dem Namen nach. Wo Graphics, steht die oder? Abkürzung ICE? Graphical Images? Damit weiß ich gerade nicht. Damit ist es halt leider abgelaufen. Und wir schauen einmal, wie viele Punkte du bekommen hast. Letztlich 3 richtige Antworten. Damit schon mal ein Applaus und ich bitte den Jäger auf die Bühne. Und hätte eine kurze Frage in die Technik. Wenn der Rechner rummotzt, dass der Akku Server tot ist, ist es relevant oder kann ich mal... Ist das mein Internet oder ist das der Server? Leute, was ist hier los? Habe ich hier drüben Minecraft? Nein, natürlich nicht. Kann ich nicht testen. Okay, dann verbinden wir uns mal kurz auf den Server. Das sieht ja gar nicht gut aus, was hier los ist. Okay. Oh. Oh. Okay, ist das mein Internet oder? Leute, nee, mein Internet ist es nicht. What? Okay, mein ganzer V-Server ist am Sack. Leute, ich muss mal kurz meine Technik kontaktieren. Okay, es gibt ein Problem im Rechenzentrum, Leute. Sollte aber schon wieder behoben sein. Okay, das ging jetzt noch nicht.
Ich hoffe, ich kann das jetzt noch fix in der Episode hier lösen. Aber es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Ich würde ungern noch vor Beendigung dieses Videos hier abbrechen. Wir haben noch, ist das eine halbe Stunde? Viertelstunde? Ja, ich würde sagen, circa eine halbe Stunde Video haben wir noch. Wir könnten natürlich auch einen Teil 2 machen. Aber es sieht gerade echt kritisch aus. Das Rechenzentrum, das Kundencenter ist auch gerade down und so. Okay, also Yeet. Ich hoffe, das Rechenzentrum ist nicht explodiert. Denn das letzte Backup habe ich gestern Nacht gemacht und heute haben wir doch sehr viel geschafft. Das wäre schade. Aber mal sehen. Es ist eigentlich immer recht unwahrscheinlich, dass das Rechenzentrum explodiert. Aber ist natürlich immer eine Möglichkeit, mit der man rechnen sollte. Was deutlich unwahrscheinlicher ist, ist, dass die Rechenzentren und die Backup-Rechenzentren von GitHub explodieren. Und in dem Notfall gibt es natürlich auch noch den Arctic Code Vault, wo die dann auf untechnischem, keine Ahnung, Druckmaterial, wie heißen diese Lochkarten, ihre Backups irgendwo in arktischen Eisminen machen. Kennt ihr das Video? Das ist der Hammer. Wahrscheinlich nicht unter Creative Commons lizenziert, sonst würde ich das hier mal kurz rauspullen. Aber schaut mal nach. GitHub Arctic Code Vault. Hammer-Video. Aber ich denke, da kommen nur die bekannteren Projekte rein. Und mein, the most dependent on Open Source Projekte ist wahrscheinlich nicht mein Private Repository mit einer Minecraft Map. Aber ja, ne, es ist immer eine schöne Vorstellung, dass die eigentlich an Datensicherheit da interessiert sind. Dementsprechend wird mein Projekt da auch mehr oder weniger sicher gesichert. Ich habe fast das Gefühl, dass die private Projekte fast priorisieren, weil die denken, es sind wertvollere Closed-Source-Projekte, die sie denen sie natürlich nicht den Zugriff verlieren wollen. So gesehen könnten, also gerade bei kleineren Projekten sind Closed-Source-Projekte oder hat das mit der Größe was zu tun? Ja, fast wertvoller, weil wenn bei großen Open-Source-Projekten, wenn da GitHub down ist, ist der Source-Code ja nicht weg. Ich meine, jeder hat ja eine Version davon. So, schauen wir mal. Also wir geben dem Ganzen noch irgendwie 5 Minuten oder so. Und dann muss ich leider die Folge abbrechen. Das wäre natürlich schade. Ich könnte natürlich auch einen Cut machen und dann die Folgen zusammenschneiden, aber ich fange hier nicht an, Folgen zu schneiden. Das wäre mir deutlich zu viel Arbeit. Das ist natürlich jetzt eine Inconvenience. Eine Inconvenience. Die Sache ist die, ich frage mich, wie lange man in Minecraft braucht, um zu timeouten, weil wenn es jetzt wirklich ein Netzwerkproblem mit dem Server ist und das Rechenzentrum nicht in die Luft geflogen ist und der Server tatsächlich noch weiterläuft und der Minecraft-Server noch an ist, dann könnte es ja sein, dass ich da AFK rumstehe und einfach meine Connection verloren habe und ein Zombie kommt und mich wieder wegsnackt. Ich habe einen Totem selected, aber dann kommt wieder ein Creeper. I don't know. Also, Fragen über Fragen und viele Infos gibt es momentan nicht. Okay. Dann schauen wir hier mal.
Class C Game Context Defined hier. Oh mein Gott. Oh, nicht ausgehen. Okay, ja, würde ich sagen, dann war es das mit der Episode.